Moinsen Leute, ihr wisst ja, die Demo-Saison geht bald los und ich freue mich ganz besonders, euch auch wieder nach Hamburg einladen zu können. Dieses Jahr werden wir auch wieder in Hamburg einen GMM veranstalten und zwar, ja, wie viele andere am 6.5., ist klar. Ja, wir hatten die letzten Jahre, sagen wir mal, nicht so viel Action. Es gab leider immer nur stationäre Demos bei uns im Arivati-Park. Und dieses Jahr wird sich das ändern. Wir werden dieses Jahr einen Aufmarsch haben vom Gänsemarkt über den Sevikin-Platz, wo es eine Zwischenkundgebung geben wird, zum Arivati-Park, wo wir uns dann letzten Endes einfinden werden. Und wir werden wieder unterstützt von einigen politischen Rednern. Da haben wir unter anderem David Stob von der Linken, der auch schon öfters dabei war bei unseren Demos. Und ja, ein für uns ein altbekannter Legalisierungsfreund ist. Und dann haben wir wieder Peter Zamori von den Grünen. Auch der war schon einige Male da. Unterstützt uns auch immer wieder gerne. Und das nehmen wir natürlich auch immer gerne wieder an. Dann haben wir Falko Drossmann von der SPD. Das erste Mal, dass uns jemand von der SPD unterstützt als Redner. Danke dafür schon mal. Und ich bin sehr gespannt, was der so erzählt. SPD hat sich ja zu einer richtigen Legalizer-Partei gemausert in den letzten Tagen. Das wird später im Arivati-Park stattfinden. Wir werden dann höchstwahrscheinlich bei der Zwischenkundgebung Professor Dr. Sebastian Scherer begrüßen vom Schildauer Kreis, der uns dann vor dem Landgericht ein bisschen was zu den strafrechtlichen Aspekten der unsäglichen Prohibition erzählen wird. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und was dieses Jahr anders ist als die letzten Jahre, wir werden ein bisschen Entertainment dabei haben. Und zwar wird es nach dem politischen Teil im Arivati-Park im Anschluss einen Auftritt von Anton Knaus geben, Comedian aus Hamburg. Den hatten wir auch schon vorletztes Jahr oder vorletztes Mal beim GMM dabei. Vorletztes? Nagelt mich nicht drauf fest. Da freuen wir uns auch wieder richtig drauf, dass der uns unterstützt. Cooler Hamburger Comedian. Ich werde euch hier und da mal irgendwo was einblenden oder verlinken. Und im Anschluss haben wir noch Live-Musik geplant. Und das, da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist eine Handverband Hamburg interne Premiere für unseren Mitstreiter und guten Freund Nenad. Nenad ist Akkordeonist, aber nicht die Hans-Alberts-Variante hier, sondern, also das kann er auch, aber er macht elektronische Musik mit seinem E-Akkordeon und da bin ich sehr gespannt drauf. Sein erstes Album hieß, glaube ich, Technoid. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall ist es das, was er macht. Er produziert sozusagen live seine elektronische Musik übers Akkordeon. Sehr, sehr geile Sache und hat relativ einzigartig noch, denke ich. Wenn euch das interessiert, dann kommt zumindest für Nenad, wenn ihr schon nicht für die politischen Redner kommt. Also dafür lohnt es sich definitiv. Ja, so sieht's aus. Und ich freue mich richtig drauf und ich hoffe auf rege Beteiligung von euch. Kommt mit uns auf die Straße und zeigt nochmal so richtig, dass es jetzt passieren muss. Dieses Jahr 2023 ist das Jahr, in dem etwas passieren muss. Jetzt gerade während ich das hier aufnehme, ist es kurz bevor Karl Lauterbach vor die Bundespressekonferenz tritt und zusammen mit Cem Özdemir die Cannabispläne bekannt gibt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Mal sehen, ob vielleicht der ein oder andere unserer Redner dann seine Rede noch ein bisschen umstricken muss oder so, je nachdem, was der da heute bekannt gibt. Mal gucken, ein paar Tage sind es ja noch hin bis zum GMM. Gut, das wird sich bis dahin ja nicht gesetzmäßig wirklich viel ändern. Höchstwahrscheinlich dauert es ein bisschen länger, aber gut, wir werden das sehen. Ich freue mich auf euch, kommt mit auf die Straße und wenn ihr es nicht zu uns nach Hamburg schafft, dann geht in eine der vielen anderen Städte, Berlin, Freiburg, Halle, Saale, macht da irgendwie, ich kann die gar nicht jetzt aus dem Kopf alle aufzählen. Also es sind einige GMMs wieder in Deutschland und es lohnt sich auf jeden Fall auf die Straße zu gehen. Macht mit und zeigt nochmal so richtig, was ihr von der Prohibition haltet und dass das Ding jetzt so langsam auch mal durch sein muss.
So viel dazu. Haut rein, Leute. Ich sehe euch auf dem GMM.